Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, da denkt man, man hat sich mal eine kurze Auszeit auf der Hope verdient, um sich auszukurieren. Aber nein, sofort geht es natürlich weiter und wir haben was Neues für euch zu berichten. Und zwar als Breaking News kann man sagen, wir haben einen neuen Concept Sale, der gestartet ist. Und zwar geht es diesmal um ein ganz besonderes Schiff, ein sehr spezielles Schiff und vor allem ein Alien-Schiff. Zumindest in seinem Design. Es geht um die Vendul Blade, hergestellt für den Markt und für den menschlichen Markt von Espera Incorporated, diesem Schiffshersteller, den wir auch schon zum Beispiel von der Glaive kennen. Und die präsentieren uns jetzt also hier mit einer ganz netten Hintergrundgeschichte die Blade, nachgefertigt nach dem Vorbild der Vendul. Und die Hintergrundgeschichte ist wie folgt, für die Leute, die es interessiert. Es geht also darum, dass Espera sich überlegt hat, nach den letzten Angriffen der Vendul, möchten sie gerne etwas für die Kriegsbemühungen tun, hatten diese Schiffe noch dort, sie hatten noch gelagert, die waren ursprünglich hergestellt für die UAE Navy. Und diese haben sie jetzt also freigegeben und sind jetzt öffentlich im Verkauf. Ein Teil der Einnahmen geht in jedem Fall an den Veterans Relief Fund, also das heißt die Unterstützung, die Charity sozusagen, die Unterstützung von Veteranen aus dem Vendul-Krieg. Und außerdem kann man dazu sagen, dass sie jetzt sagen, die ist auch gedacht, damit die Leute sich in den Gebieten, die bedroht sind durch die Vendul, besser verteidigen können. Ist ein bisschen fraglich sogar, das offizielle Büro hat dazu eine Warnung rausgegeben und haben gesagt, Vorsicht, Sie können dieses Schiff gerne kaufen, aber machen Sie sich dessen bewusst, dass Sie dadurch gerne als Zielscheibe gesehen werden. Und einige Pressemedien finden das Ganze auch ziemlich indiskutabel und hochriskant, was Espera da macht. Aber nichtsdestotrotz, das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Das ist die Hintergrundstory, die sie ein bisschen da mitliefern mit diesem ganzen Verkauf. Wir gucken uns jetzt mal die Blade an sich an. Die Vendul Blade ist also ein leichter Jäger. Eigentlich fast einer der leichtesten, die wir überhaupt kennen aus Star Citizen selbst. Jedenfalls der leichteste, den die Vendul zu bieten haben. Ist auch schon sehr, sehr lange im Dienst. Über Jahrhunderte ist das Schiff bereits im Dienst und wurde dementsprechend aber auch geupdatet. Es gab immer wieder Neuigkeiten darum. Also die Vendul selbst haben es verbessert, sodass es jetzt moderne Waffen tragen kann und auch eine moderne, verbesserte Zielerfassung hat. Wie gesagt, ein leichter Jäger. Man sieht es auch an den Stats. Es ist 15,5 Meter lang, 20 Meter breit mit ausgefahrenen Klingenflügeln und nur 10 Tonnen schwer. Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Im Gegensatz zum Beispiel zur Hornet, die sich um die 20 Tonnen bewegt. Müsste ich Wiesen fragen jetzt. Auf jeden Fall sehr, sehr leichter Jäger in diesem Vergleich. Auch was die gesamten Specs ansieht, die gucken wir uns jetzt hier mal an, sehen wir schon, es handelt sich hier mit einem knapp 16 Meter langen Jäger und einer Size 2 Fixed Mount Weapon vorne, zwei Size 1 Gimbaled Weapons, vermutlich an den Flügeln, gehe ich mal davon aus. Und dem Pylon Mount, den Raketen, zwei Rex A Size 1. Ihr seht auch an der Bewaffnung, es ist tatsächlich ein leichter Jäger. Wir können also sehen, mit den Gimbal Mounts, wenn die jetzt so bleiben, wird man da auf jeden Fall entsprechende Bulldog Repeater ranpacken können oder ähnliches wird da dran sein. Natürlich wahrscheinlich Vendul-Waffen. Es steht auch noch nichts Genaues drin, was die Waffen genau sind. Da steht noch to be announced bzw. to be determined, wird also noch ermittelt. Auch an den Stats sage ich euch, Vorsicht, es ist immer ein Concept Sale, da muss man vorsichtig sein. Aber jedenfalls kann man schon sehen an den Stats hier, dass es sich hier um leichtes Schiff handelt, aber dafür auch ein sehr manövrierfähiges Schiff. Hier kann man zum Beispiel sich die Flügelbewegung angucken. Es gibt nämlich zwei Reisemodi. Und zwar sieht man, dass im Hintergrund gerade die Flügel können sich ausklappen. Wenn sie eingefahren sind, hat es wohl eine sehr schnittige Silhouette, auch für den Atmosphärenflug gut geeignet und ist vor allem sehr, sehr schnell und manövrierfähig. Wenn die Flügel ausgeklappt sind, erst dann kommen alle Waffen zum Tragen. Dann geht's los, dass man wirklich alles abfeuern kann, inklusive der Raketen. Aber dafür ist das Schiff dann eben ein bisschen träger und reagiert etwas langsamer. Grundsätzlich ist es aber dafür gedacht, als schneller Angriffsjäger zu dienen. Das heißt, Schiffe auch abfangen zu können und grundsätzlich eben die Möglichkeit zu bieten, sehr, sehr manövrierfähig im Gefecht zu sein. Allerdings muss man dafür etwas an der Waffen- und Schildkapazität einbüßen. Das heißt, treffen lassen sollte man sich damit nicht unbedingt. Kommen wir jetzt auf jeden Fall nochmal zum Verkauf. Und der läuft jetzt ab dem heutigen Tage, Freitag, dem 18. bis Montag, den 21. März, also den Frühlingsanfang, dem kalendarischen. Es
das Schiff kostet stolze 270,73 Euro. Inklusive Lifetime Insurance. Wie gesagt, es handelt sich um einen Concept Sale. Das heißt, das Schiff ist noch nicht im Hangar verfügbar. Das Schiff ist auch noch nicht flight ready. Könnte aber relativ schnell gehen, so wie das mit den Jägerklassen momentan ist, dieses Schiff auch zu sehen. Es handelt sich auch tatsächlich um einen Limited Sale. Das heißt, es geht hier tatsächlich wieder nur um den einmaligen Verkauf dieses Schiffes. Kann sein, dass es später wieder nochmal kommt, aber die Vendul-Schiffe werden grundsätzlich eher selten verkauft im Sinne von speziellen Events. Hier muss man also bereinbrechen, bei den 270,73 Euro ist die Mehrwertsteuer bereits inklusive. Außerdem ist es ein Standalone-Ship, das heißt, es ist kein Game-Package. Ihr müsst also das Spiel nochmal extra kaufen, wenn ihr jetzt nur dieses Schiff holt, da ihr sonst auch wirklich nur ein Standalone-Schiff in eurem Hangar habt. Ja, also denkt daran, das hat eine relativ kleine Ausstattung, es ist ein leichter Jäger. Man sollte sich gut entscheiden, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Wie gesagt, ich finde es einen relativ stolzen Preis. Allerdings haben sie auch in dem Concept Sale gesagt, wir sollen auf die nächsten Monate gespannt sein. Da kann es dann nämlich wieder oder wird es wieder Concept Sales geben, zumindest einen in jedem Fall im nächsten Monat von einem bekannten Hersteller. Das heißt, wir können uns also ein bisschen zurücklehnen und wer nicht unbedingt jetzt auf die Vendul-Schiffe in dieser Art steht und gerne sozusagen so etwas in seinem Hangar haben möchte und das Risiko eingehen will, dass man im Verse auch von jemandem erwischt wird, der einen mit einem Vendul verwechselt, ja, dann kann ich nur sagen, die Leute können gerne warten und gucken, was die nächsten Concept-Sales so bringen. Wir jedenfalls werden sofort darüber berichten, auch wenn es natürlich Neues zur Blade an sich gibt. Und in den Kommentaren würde ich ganz gerne wissen, ob euch das Schiff interessiert, ob ihr das spannend findet, ob ihr insgesamt die Vendul-Schiffe mögt. Denn vom Design her muss ich wieder sagen, hammermäßig geworden. Sieht ziemlich geil aus. Was haltet ihr davon? Sagt uns Bescheid in jedem Fall. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt zu Star Citizen, abonniert unseren Channel, liked und disliked unsere Videos, so wie sie euch gefallen. Und wenn ihr was für uns persönlich tun wollt, und das würde uns ganz besonders freuen, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Das ist dort oben angebracht. Da so hinten. Ja, da so etwa. findet ihr bestimmt was euch gefällt. Und da könnt ihr uns als Channel und unsere Arbeit unterstützen. Vielen Dank und bis dahin sage ich See you on the flight deck. Sawyer out.